Kreispokal, vierte Runde. Der FSV Großpößner trifft auf den SV Panitz-Borsdorf. Und der Mann mit der Nummer 7 hier von den Gästen, Tim Fröhlich, besonders gut drauf, hat richtig Bock auf das Spiel. Und wir sehen's. Es ist im Nebel versunken. Doch Tim Fröhlich macht das nix. Er direkt mit der ersten Aktion für die Gäste, die ja Vierte der Stadtliga sind und damit eine Klasse höher spielen als Großpößner. Die machen allerdings auch einen tollen Job. Als Zweiter in der Stadtklasse sind sie im Aufstiegsrennen dabei. Und dann mal mit der ersten Möglichkeit. Doch Lukas Wünsch hier nicht genau genug. Das Team von Hans-Jürg Leitzke will es ja wissen. Aber Thomas Wedemann, der Trainer der Gäste, natürlich viel aktiver. Und dann eine ganz seltsame Situation. Fröhlich gegen Torwart Franz Thurm. Und Schiedsrichter Matthias Clement zeigt tatsächlich auf den Punkt und gibt dem Keeper noch die gelbe Karte. In meinen Augen eine viel zu harte Entscheidung. Doch Robin Vinzenz Meyer ist es egal. 3 Saisontore hat er schon hier mit dem wichtigen 1:0 nach einer Viertelstunde. Er wurde ja in Grimma ausgebildet und hat schon in ganz jungen Jahren Sachsenliga gespielt. Etwas schmeichelhaft diese Führung. Die spielt dem Favoriten natürlich in die Karten. Luis Walter hier, tolle Pirouetten gedreht. Kühn mit dem Abschluss, Tor mit der Parade. Doch natürlich Tim Fröhlich, der Mann des Spiels bislang. Toller Abschluss, steht da, wo er stehen muss und versenkt zum 2:0. Er auch schon 3 Saisontore. Und hier ohne Probleme. Und dann immer wieder Panitz-Borsdorf. Doch Meyer hier mit einer Riesenchance, die er nicht nutzen kann. Und dann auch nochmal wieder Tim Fröhlich, kommt hier nach einem schönen hohen Ball ran. Und der Trainer, der weiß alles besser, natürlich. Doch Tim Fröhlich hält sich nicht dran, schießt mit links, scheitert an Torwart Franz Thurm. Kurz vor Ende der ersten Hälfte ist dann doch noch 17 Tore, Mann. Steve Kühn da, springt am höchsten, ist allerdings auch komplett alleine. Er hat schon 17 Tore, ich wiederhole es gerne. In 12 Spielen der 28-Jährige mit einer ganz starken Saison. Dann geht es in die zweite Hälfte und Hans-Jörg Leitzke, ich hatte ihn erwähnt, er schon bei Lok eine Legende und dann auch bei Chemie, hat seiner Mannschaft wohl ein richtiges Donnerwetter auf die Ohren gegeben. Und der eingewechselte Robert Sommer hat gut zugehört. Leitzke ja 1987 im Endspiel der Europapokal, der Pokalsieger, da ja knapp gegen Ajax Amsterdam mit Marco van Basten damals unterlegen. Immer wieder die Gastgeber nun, wieder Sommer und Kasper kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Großpößner hier ganz klar besser. Und Großpößner wird dann doch noch belohnt. Diesmal nur von einer Kamera eingefangen. Marcel Kasper mit dem Anschlusstreffer und der Hoffnung für die Gastgeber. Großpößner ist wieder dran. Torwart Sabe ohne Abwehrmöglichkeit, wird auch alleine gelassen, ist allerdings auch toll gespielt. Und dann die Szene des Spiels. Wir sehen es leider nicht richtig. Aber für ausgerechnet Marcel Kasper ist das Spiel dann nach 72 Minuten beendet. 2 gelbe Karten, einmal fürs Umtreten, einmal fürs Schubsen, Kapitänsbinde weg und auch dadurch das Spiel verloren. Dann kommt nochmal der starke Luis Walter, legt nochmal ab. Auf wen? Natürlich auf den Mann des Spiels, Tim Fröhlich. 2. Treffer heute, 1 Treffer vorbereitet. Da ist der Deckel drauf. Der SV Panitz-Borsdorf zieht ein ins Viertelfinale des Kreispokals. Na, wir haben gesagt, wir gehen vorne drauf, setzen sie schnell unter Druck und haben auch gleich 1-2 Chancen gehabt. So ist es aber in solchen Spielen, wenn du so Tore eben am Anfang nicht machst, dann stellt sich der Gegner drauf ein und das hat Panitz-Borsdorf heute sehr gut gemacht. Ich hatte Großpößner mir ein paar Mal angeschaut, sehr gute, talentierte junge Mannschaft, gutes Umschaltspiel, 2, 3 ältere Spieler mit drin, mit Robert Sommer, die da nochmal auch richtig Dampf gemacht haben. War das zu erwarten schwere Spiel,
ja, in dem Sinne bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass wir weitergekommen sind. Ja, Hans-Jörg Leitzke, so kennt man ihn als Fernverlierer. Seine Mannschaft hat auch einen tollen Pokalfight geliefert. Für Panitz-Borsdorf geht es im kommenden Jahr weiter im Viertelfinale. Und Groß-Pößner, die konzentrieren sich auf den Aufstieg. Aber erstmal wünschen wir allen ein frohes Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.